Hallo liebe Community, herzlich willkommen zu meinem dritten veganen Videotagebuch. Heute habe ich was ganz Besonderes vor. Heute werde ich mein Lieblingsgericht zubereiten. Das ist in diesem Fall diese Zucchini-Lasagne mit Mandelcreme-Füllung. Ja. Das werde ich aber nicht nur zubereiten, sondern ich werde unserem Showpraktikanten bzw. Netzwerkpraktikanten das Ganze vorsetzen, der immer so ein bisschen skeptisch war und gesagt hat, hier Veganer sind schlechte Menschen und ihr wisst ja, wie das läuft. Ich habe ihn einige Male dann eingeladen zum Veganer nach Bremen, das hat er beim letzten Mal auch gesehen, da habe ich ihn schon so ein bisschen überzeugt. Und heute werde ich ihn nicht nur von der veganen Küche überzeugen, sondern auch von meinen Kochkünsten. Ich habe da schon mal so ein bisschen was vorbereitet, ihr Lieben. Und zwar, das hier ist jetzt quasi, bevor wir die Hälfte runterfällt, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, das ist jetzt quasi die Bolognese-Füllung des Ganzen. Das ist Tofu, das ist, sind Karotten, das sind Zwiebeln, das ist Knoblauch. Alles so ein bisschen zusammengemischt und so weiter. Ja, wenn ich noch weiter runter mache, dann fällt es raus. So, kann man das sehen? Gut. Das ist also quasi die Grundlage des Ganzen. Und jetzt geht es darum, das ist alles ein bisschen klebrig hier, geht es darum, das Ganze quasi in Lasagneform zu bringen. Und die Lasagne, beziehungsweise die verschiedenen Schichten, werden quasi durch Zucchinis voneinander getrennt. Ich sehe schon, dass der Pape, der gerade hinter der Kamera steht, ein bisschen zuckt, weil er Zucchinis nicht mag. Ich mag eigentlich auch keine Zucchinis. Das Gute ist, die werden so dünn geschnitten, dass man die gar nicht schmeckt, beziehungsweise die gehen in diesen tollen, vollmundigen Geschmack der ganzen Sache unter. Das heißt, wir gucken jetzt mal eben, wie ich das zubereite. Nach dem Zucchini werde ich auch noch mein berühmtes Frühstück zum Nachtisch servieren. Das werdet ihr dann auch haarklein sehen, weil das Rezept ist öffentlich, das gibt es beim ZDF. Das werde ich auch in der Videobeschreibung und auf meinem Blog verlinken. Da könnt ihr also dann das direkt nachgucken. Also heute, Papa hat es heute richtig gut hier. Der kriegt das leckerste Gericht auf der Welt, was es gibt, vom besten Koch auf der Welt, den es gibt. Und dazu nochmal das Frühstück. Das werden wir alles heute machen. Und ja, ich würde sagen, wir gucken jetzt mal, wie ich das Ganze zubereite, die Zucchini-Lasagne. So, das heißt, ich lege jetzt quasi einen Grundstock an Scheiben. Das ist quasi so, ja, man könnte sagen, der Boden des Ganzen. So, das sieht jetzt unspektakulär aus. Ich mache da so ein bisschen, ganz wenig Olivenöl drauf. So, damit sich das so ein bisschen... Ja, ich weiß gar nicht genau warum, aber das, jetzt hätte ich da fast Kokosraspel drauf gehauen. Das wäre nicht so eine geile Idee gewesen. Ne, noch ein bisschen Salz. So, und jetzt kommt nämlich der Clou an der ganzen Sache. Jetzt wird quasi die Bolognese-Füllung darauf verteilt. So, weil das schon riecht. Der Geruch macht mich schon total horny drauf ein bisschen. So, wenn ihr wisst, wie gut diese Bolognese riecht und schmeckt, würdet ihr niederknien, ihr Lieben. So, das reicht jetzt als erste Grundlage des Ganzen. Ich habe den Backofen jetzt schon angemacht, das heißt, der glüht schon ein bisschen vor. Kann man das ein bisschen kippen? Was, kippen? Ja, dann machen wir es vielleicht. Einmal so gucken. Oh, warte. So. Ne, das ist also quasi die Grundlage. Sieht man das? Ja. Gut. Da sind die Zucchini-Scheiben und die... Genau, so, und das, da lege ich jetzt wieder noch eine Lage drauf. Das sieht gut aus. So. Aber den Clou, den kennt ihr noch gar nicht. So, das ist jetzt, sieht jetzt ein bisschen matschig aus alles. Das geht auch ein bisschen zur Seite. Lässt sich aber nicht verhindern. Sieht so ein bisschen aus wie Chili con Carne rein optisch, finde ich. Schmeckt aber, ich will jetzt nicht sagen viel besser, es schmeckt auf jeden Fall ein bisschen anders. So. Jetzt haben wir die ganze Pfanne reingezogen. Eingequetscht eher. So. Ganz schön sieht das nicht aus. Wie gesagt, ich habe das schon mal besser hingekriegt. Ist der Druck. Ne? So, und jetzt müssen wir quasi noch den Käse drauf machen, der kein Käse ist. Und was das ist, zeige ich euch jetzt gleich. So, und jetzt machen wir den Käse. Das ist, muss ich ordentlich salzen, damit er auch so den letzten Kick hat. Das ist jetzt weißes Mandelmus. Ja? Das ist sehr, sehr würzig, das Ganze. Und ja, das ist von der Konsistenz her halt so wie Käse und mit Mineralwasser zusammen schön gewürzt, wird das relativ schnell ganz fest. Es sieht jetzt so ein bisschen modderig aus, aber es ist unglaublich lecker und das ist vom Geschmack her, gibt das der ganzen Sache so den finalen Kick. Das müsste eigentlich noch ein bisschen fester sein, ich müsste noch mehr Mandelmus reinmachen,
Aber da müsste ich jetzt an der Kamera vorbei, da habe ich gerade gar keinen Bock drauf. Also so ist es. Ich werde jetzt noch ein bisschen Mandelmus dazu machen, damit es richtig schön fest ist. Und dann kommt es auf die finale Lasagne, bevor es im Backofen geht. So ihr Lieben, das heißt, ich habe das weiße Mandelmus, aka den Käse, jetzt fertig. Und ich mache den jetzt oben auf die ganze Sache rauf. Und wie gesagt, der ist so lecker und würzig, der gibt jetzt der ganzen Bolognese noch so den finalen Kick. So. Der Pape, der wird sich gleich die Finger ablecken. So, das heißt, wenn wir das jetzt fertig haben, kommt das Ganze in den Backofen. Oh, das wird so lecker. So. Jetzt tun wir das Ganze in den Backofen. Und lassen das. Na, da war wieder die Frau dran, ist viel zu hoch, die Schiene, aber ist scheißegal. Hoffe ich. Lass das Ganze jetzt 3 bis 5 Minuten lang backen. Das darf auch nicht zu lange drin sein, weil sonst die Zucchini anbrennen. Tja, und bevor wir jetzt zum Nachtisch kommen, würde ich sagen, möchte ich euch mal was aus unserem Studio zeigen, weil gerade wenn man irgendwie sich vegan ernährt, hat man immer das Problem, dass man gerade unterwegs nichts findet. Und ich habe durch ein bisschen Glück in Bremen den Bring-Service gefunden, der quasi vegane Sachen bringt. Und ich hatte gegrilltes Tofu mit, ich weiß nicht was es war, auf jeden Fall mit einer Soße, die auch vegan war. Und das sah sehr, sehr seltsam aus, aber hat unglaublich gut geschmeckt. Und das gucken wir uns jetzt an. Ja, sieht interessant aus. Ja, Lieben, ich habe jetzt bei einem veganen Lieferservice bestellt. Was gibt's in Bremen? Zum Glück wenigstens irgendwas. Das hier ist gegrillter Tofu. Tofu, nicht Tofu. Genau, ich sage mal Tofu, aber es heißt natürlich Tofu. Mit irgendeiner Soße, die ich nicht aussprechen kann, aber schmeckt überraschend gut. Also es sieht aus wie festgewordene Kotze, aber schmeckt lecker. Hab ich gar nicht gedacht. Was ist das? Das ist irgendwie so ein indisches Brot, auch vegan. Ja, will ich jetzt probieren. Das hat sich gerade richtig nach Fett angehört. Ist eine Teig. Da ist irgendwas drin, eine Teig, bla bla bla, aber es schmeckt ganz lecker. Also eine Teigtasche. Weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall vegan. Und das Wichtigste, man kann es essen. Nur die Haken kommen gern. So ihr Lieben, jetzt nach diesem kleinen Studioausflug und meinem Lieferservice machen wir Papa jetzt quasi seinen Nachtisch. Das hier, was wir jetzt sehen, ist quasi mein Frühstück. Ich habe euch schon ganz oft davon geschwärmt, das euch auch gezeigt. Das Ganze ist erstmal ein Joghurt. Ja, jetzt werdet ihr sagen, ein Joghurt ist Milchprodukt. Nein, ist natürlich ein Sojajoghurt. Und da haben wir dem Papa jetzt erstmal ordentlich was rein. Ich mache mal nicht so viel, weil der Papa sonst wieder jammert. Ich schaffe das nicht mehr, wir wissen ja das Ganze. So, das heißt Soja. Und dann kommt Amaranth dazu, gepopptes Amaranth. Ist ganz wichtig, es muss gepoppt sein, weil das andere muss eigentlich erstmal mit Wasser und so weiter. Also gepopptes Amaranth, das Coole ist, ich habe das sogar im Supermarkt gekriegt. Das gibt es scheinbar überall mittlerweile. Und das rühren wir quasi in die ganze Sache rein. Da muss man mal ein bisschen aufpassen. Ich mache das eigentlich immer irgendwie in der Spüle, weil das doch sehr gepoppt ist, das Ganze. Und dadurch immer ganz viele Körnchen durch die Gegend fliegen davon. Und meine bessere Hälfte immer ganz viel jammert, weil überall diese Körnchen liegen. Also die sind halt sehr leicht, aber die poppen das Ganze auf, muss man fast sagen. Die geben diesem unglaublich leckeren Frühstück, wie gesagt, ich esse es jeden Morgen zum Frühstück, halt so den letzten Kick. Ihr seht schon, ich bin da schon routiniert drin, ich brauche überhaupt nicht mich mehr an irgendwelche Vorgaben zu halten, weil ich kann da schon im Schlaf. So, jetzt im Prinzip ist das alles, nee Quatsch, der Clou der Sache ist das Rezept von Attila Hildmann. Würde ich eigentlich Himbeeren vorsehen. Das Problem ist nur, man kriegt ja auf dem Land teilweise mal keine Himbeeren, wenn das Wetter so schlecht ist wie jetzt oder sie einfach ausverkauft sind und so weiter. Das heißt, da muss man auch improvisieren. Das habe ich gemacht. Ich habe zum Beispiel statt Himbeeren, die eigentlich da reingehören, Erdbeeren genommen und die schmecken halt noch besser. Ja? Also man kann ja mit solchen Rezepten immer rumspielen, man ist ja nicht an irgendwas gebunden. Und deshalb werde ich auch Papa heute mit Erdbeeren zubereiten. Und ja, wir gucken uns jetzt an, die werden nämlich noch mariniert und das sehen wir jetzt. So ihr Lieben, jetzt kommen wir zu den Früchten und zwar nehme ich Agavendicksaft. Da habe ich gerade übrigens auch noch 1-2 Löffel in den Joghurt schon reingerührt, um das Ganze zu süßer zu machen. Das haben wir jetzt gerade nicht mehr gezeigt. Und Agavendicksaft ist halt, sagen wir mal, raffinierterer Zucker.
ist auch, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr die genaue Zahl, x-mal süßer als normaler Zucker. Und ja, ist quasi in der veganen Küche so der Zuckerersatz, gerade bei so süßen Sachen. Jetzt seht ihr, habe ich hier so einen Grundstock gebildet des Ganzen. Mach da jetzt schön noch Vanille mit rein. So. Ein bisschen Vanille. Und das rühre ich dann auch nochmal schön ineinander. Und das riecht schon so gut, wenn man die Vanille rausriecht. Und dann nehme ich hier jetzt frische Erdbeeren. Das ist also ein bisschen eng hier. Schneide die klein und leg die da rein in die ganze Sache. Ja. Ich bin da kein Schnittprofi irgendwie, aber was soll's, ist ja auch egal, ist ja nur für Papa. So, mit den kleinen ist es einfacher. Mit den kleinen Erdbeeren. So, ein, zwei machen wir noch. Die kleine noch. So, wenn wir das fertig haben, kommt der Clou an der ganzen Sache. Es gibt ja bei allem immer irgendwie was, was das besonders macht. Also wie gesagt, jetzt mariniert man die, das heißt, man stupst die quasi durch diese Soße oder durch dieses Agavendicksaft mit Vanille, dass sie das quasi so haucheln annehmen. Und dann guckt man das Ganze in diesen Joghurt rein. Und der Clou an der Sache ist jetzt, man nimmt jetzt noch Kokosflocken. Da gehe ich mal ganz kurz, die gibt es in zwei Varianten. Einmal die richtigen Chips, die etwas größeren, und einmal die Raspeln. Ich habe beides eigentlich schon mal benutzt, beides lecker, aber dadurch, dass die Raspeln jetzt auf sind, die haben es bei mir auch durchgesetzt, werde ich die Raspeln nehmen. Die macht man so 3-5 Minuten warm auf der, in einer Pfanne oder was weiß ich wo, auf jeden Fall hitzt man die an, dann werden die so ganz knusprig und karamellisieren, würde man sagen. Und ja, wie das Fertige jetzt am Ende aussieht, das sehen wir jetzt. So ihr Lieben, jetzt haben wir hier die Erdbeeren, die machen wir jetzt in die Sache rein. Oh, und da sehe ich, wie Pape schon schlabbert hinter der Kamera. Aber diese Marinade, könnte man fast sagen, die bewahren wir uns noch auf. Da kommt jetzt die Kokosraspel noch rein. Wir rühren das einfach schön unter den ganzen, unter den Joghurt. Was ist gerade Fio? Oh, Spike ist da! Kann man sehen? Zeig einmal Spike. Spike ist unsere Nachbarskatze. Der hat immer Hunger und kommt an, weil er mal weiß, er kriegt was. Den kann man auch durchs Fenster streicheln. Schaut mal. Spikey! Guck da. Höh, scheiße. Gibt's da eine Maus? Die ist interessanter als ich. Spikey! Na gut. Jetzt sind wir schon out. Die Kokosraspeln sind fertig. Die kann man hier sehen. Schaut mal. Komm mal. Ja, aber du musst doch nicht bewegen. So, die kommen jetzt quasi nochmal. Das ist aber auch meine Kreation. Die kommen jetzt nochmal auf die Marinade drauf. Das heißt, die soll natürlich auch nochmal schön das ganze Vanillearoma mitnehmen. Ja, ich weiß, mit dem Löffel in eine beschichtete Pfanne, aber was soll's. Die Karten kommen im Garten. So. Ein bisschen nass. So. Und das mischen wir nochmal schön in der Vanille, damit auch die Kokosraspeln nach Vanille schmecken. Und dann kommt das alles hier rein. Es sieht jetzt nach sehr viel Aufwand aus. Aber es ist wirklich, man steht morgens auf und macht schon als erstes die Raspeln drauf. Das andere dauert 2-3 Minuten. Das heißt, in 5 Minuten ist man mit der Sache durch. Man hat einen unglaublich nahrhaften, nahrhaft ist vielleicht das falsche Wort, aber man hat Power für den Tag, man hat ein richtig leckeres Frühstück. Und ich habe die in der Hälfte daneben gehauen natürlich. So, und das mischen wir jetzt die Kokosraspeln auch nochmal drunter. Und jetzt gleich wird das der Pape als seinen Nachtisch bekommen. Und würde mir auf Knien dafür danken, dass ich geboren bin, denke ich. Also das ist das leckerste Frühstück, was es gibt auf der Welt. Und ich werde dem Pape nicht nur jetzt gleich meine Zucchini-Lasagne vorsetzen und als Nachtisch diese tolle Amaranth-Soja-Joghurt-Mixtur. Übrigens, da kann man auch andere Früchte reinmachen. Ich habe das schon mit allem ausprobiert, sogar mit Banane, Kiwi und sowas. Schmeckt alles. Die Früchte sind eigentlich egal. Also nicht nur die Lasagne und den Joghurt, sondern ich habe auch meinen grünen Tee-Mixtrank mit Kirschsaft und so weiter am Start. Das heißt, wir werden Pape gleich sowas von eindecken mit veganer Kost. Und dann schauen wir jetzt mal, wie der Pape das schmeckt. So ihr Lieben, jetzt kommt der Zeitpunkt der Wahrheit. Pape, weite deines Amtes und probier die Lasagne. Okay, ich probiere aber Stück für ja. Stück. Ja, okay. Ich glaube, das ist das Tofu.
Mhm. Ja, am besten nimmst du schon eine Gabel, du musst ja nicht alles einzeln nehmen. Einfach mal eine Gabel, wenn du die Zucchini so gar nicht magst, aber sollst du mal probieren, weil du schmeckst halt echt nicht. Die Zucchini muss man mal schneiden. Vor allem den Pseudo-Käse sollst du mal probieren. Mhm. Weil der gibt, also am besten so eine Gabel nehmen, wo alles so ein bisschen drauf ist. Das Gesamtpaket magst du nicht. Okay, das Gesamtpaket. Ja. Ich habe keinen Pseudo-Käse bekommen. Du hast Pseudo-Käse. Papa. Ist ein geiler Hähnchen. So. Jetzt habe ich alles. Und hau rein. Oh, da sieht man schon die erste Kritik. Mm-mm. Und? Mm. Sei ruhig ehrlich, sei gnadenlos ehrlich, Pape. Wenn es dir nicht schmeckt, dann sag's ruhig. Mm-hmm. Okay, fangen wir an. Ja. Der Pseudo-Käse schmeckt nach Käse. Ich mag einfach echt keine Zucchini. Ich weiß nicht, ob das wieder gerade eine Kopfsache ist. Wahrscheinlich. Aber ich mag einfach die Konsistenz und den Geschmack von Zucchini nicht. Der Rest harmoniert aber schon. Also man ist jetzt nicht so, als ob man denkt, das ist nur vegan. Also das könnte ich jetzt auch in einem normalen Restaurant so vorstellen, dass das so schmeckt. Mhm. Gut gefällt mir. Dann lass doch mal die Zucchini weg und nimm noch mal so ein Ding, weil das nämlich das Leckerste dran ist. Die Zucchini kann man ja ignorieren, die ist ja nur Geschmacksträger eigentlich. Okay. Genauso wie das. Pseudo? Weil nämlich mir zum Beispiel die Bolognese am besten schmeckt, gerade mit den Karotten drin. Die sind halt so würzig und knackig. Ja, das gefällt mir auch gut. Gut, dann probier doch mal bitte das Getränk, weil das Getränk ist ja mein ganzer Stolz. Das ist so ein Mixgetränk mit Kirschsaft und grünem Tee als Grundlage, Agavendicksaft und Minze. Auch da ist wieder dieses Zuckerzeug drin? Ja, probier einfach mal. Ja, schmeckt. Yes. So, jetzt kommt natürlich... Warte mal. Ja? Was erinnert mich das denn? Ich habe noch ein bisschen reingestrollert, ehrlich gesagt. Ja, das okay, Ganze. Das. Mh. Ja. Das erinnert mich an irgendeine richtige Teesorte. An grünen Tee wahrscheinlich. Ja, gut, jetzt noch den Nachtisch. Jetzt geht es natürlich um meine Ehre. Okay. Weil das ist natürlich der Oberwahnsinn. Der Oberwahnsinn. Ja. Was ist da noch alles drin? Probier einfach. Okay, das ist echt stark. Jawohl, ich wusste es. Yes! Der macht nämlich auch süchtig. Den hau ich jeden Tag weg. Der ist ja der Oberhammer, oder? Das schmeckt echt geil. Klar schmeckt das geil. So, ihr ganzen Motherfucker da draußen. Zum Thema hier, ne, Soja und so schmeckt nicht. Hier, das ist der lebende Beweis. Das macht süchtig, das Zeug. Das ist echt scheiße lecker. Ja. Gut, ihr Lieben. Während Pape das genießt und wahrscheinlich meine tolle Lasagne einfach nicht zu würdigen weiß. Aber ich nicht zu kniegen. Alles klar, wir werden jetzt also zusammen die Reste aufessen und dann das Champions League-Finale gucken. Und ich bin jetzt in der vierten Woche, das heißt, ich habe nur noch bis nächsten Freitag, also noch nicht mal ganz eine Woche, dann habe ich es geschafft. Und da gibt es natürlich nochmal ein Resümee, das alles hier auf meinem Kanal, Stivikulis auf YouTube. Bitte abonniert meinen Channel und bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr dabei wart. Papa, mach mal Winke-Winke. Ciao!